Remember all those years ago when you couldn't sleep? Remember the dream? Machinima. Machinarium war was anderes. Ja, mal gucken. Das müssen wir halt jetzt komplett anders hier bauen. Das ist nicht zu umgehen. Dass wir das anders bauen müssen. Aber am Schluss sieht dann unser Häuslein da besser aus. Einfach. Ich bin einfach froh, dass ich das jetzt gemacht habe hier. Ihr vielleicht nicht. Ihr möchtet vielleicht lieber wieder. Obwohl ich letztens mal eine Nachricht bekommen habe. Und da wurde gesagt, dass ich mal wieder bauen soll. Also das mache ich jetzt für den einen Zuschauer. Alle anderen fucken sich gerade ab. 1, 2, 3, 4, 5. Nochmal 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Da müssen wir doch eine hoch. Eine Hohe. 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 Okay. Wo waren wir gerade vorhin geschehen geblieben? Beim gerne mal einen über Durst trinken. Nee, finde ich nicht gut. Ohne Quatsch. Also, man kann ja vielleicht feiern oder so. Ist ja gar keine Frage. Aber so saufen, dass man dann nicht mehr weiß, was los war. Das finde ich schon nicht mehr lustig. Ich muss ganz ehrlich sagen, das finde ich auch wirklich nicht lustig. Ja. Wenn man dann auf Facebook so liest, wenn sie stolz drauf sind. Kannst du wirklich so mit der flachen Hand. Ah, mit der flachen Hand einfach mal so. In die Gesicht. In die Fresse, in das Gesicht. Lern Deutsch, Alter. So. Muss auch mal gesagt werden. Mein Hals dankt es mir übrigens jetzt schon, dass ich hier so eine Aufnahmemarathon mache. Heute nur am Labern gewesen, ohne Quatsch. Nicht lustig. Finde ich nicht gut. Aber egal. Jo, wie gesagt, die Woche weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt noch zum Aufnehmen komme. Deshalb müsste ich eigentlich heute sehr viel aufnehmen. Komme ich aber nicht zu. Ja, weil ich jetzt höchstens noch eine Viertelstunde, 20 Minuten habe. Aber die werde ich auch auskosten. Huppala. Aber ich muss sagen, ich habe richtig Bock hier auf dieses Bauprojekt. Ich bin erstmal froh, wenn jetzt hier das Dach fertig ist. Ja, wenn das Dach fertig ist, haben wir schon einen ganz, ganz großen Schritt getan. Ich meine, da werden dann zwar noch Folgen kommen. Und zwar noch ein paar Folgen. Also 20 Folgen, denke ich schon mal. Müsste man einplanen, glaube ich. Für das ganze Bebauen hier. Aber danach sieht es halt auch wirklich gut aus, glaube ich zumindest mal. Obwohl ich die anderen Häuser noch gar nicht geplant habe oder so. Aber ich will halt so eine Schmiede machen oder sowas. Ja, halt so ein bisschen rollenspielmäßig auch. Obwohl das ein Genre ist, was ich gar nicht wirklich mag. Aber trotzdem, ich würde das gerne so rollenspielmäßig machen. Dass man da halt auch wirklich so eine richtige Welt hat. Ja, so eine Welt, in der man weiß, aha, dort kann ich mein Schwert schön machen. Da hinten kann ich meine Sachen ablegen und sowas. Finde ich viel, viel besser, als wenn man nur so ein Haus hat und dann nur am... Ach, jetzt müssen wir da draußen wieder machen. Und dann halt nur am... Na, wie heißt? Am Höhlen gehen ist und sowas. Das ist auch mal schön. Ja, wir haben das jetzt schon ein paar Mal gemacht. Wir machen das auch natürlich wieder. Aber vorerst widmen wir uns hier zu 100% dem Projekt. So wie Hornbach etwa. Gibt auch noch andere Baustoffhändler. Hier die Fachmärkte, wie heißen sie denn? Obi. Oder natürlich auch Praktiker.
20% auf alles. Ausgenommen Tiernahrung. Auch so ein Running Gag mittlerweile geworden. Oh Mann. Die geht gleich kaputt, die Schaufel. Warte, wie habe ich das da drüben gemacht? Den habe ich komplett ausgetauscht. Alles klärchen. Wenn dann jetzt halt auch mal hier so ein bisschen was runterfällt, ich renne da jetzt nicht jedem einzelnen Stein oder sowas hinterher. Ja, die da unten hole ich mir, weil ich da jetzt relativ einfach drankomme. Aber mal ganz ernsthaft, ja. Nee, mal ehrlich jetzt. Da unten bekommen wir massenhaft Stein, da bekommen wir Holz. Das ist relativ egal, ob wir da jetzt irgendwie 3 Schaufeln verbrauchen oder so. Wie hier zum Beispiel zu sehen. Nee, ob wir da jetzt irgendwie 3, 4 Holzblöcke verlieren, weil die decayen oder sowas. Das ist absolut egal. Wir haben's ja, weißt du, YouTube Money. Nee, das nicht, aber wir haben ja genug Ressourcen hier. Wir können danach mal auf wirklich Rohstoffjagd gehen. Soll heißen, dass wir unser Lager mal vollzimmern. Mit allem, was wir da drin haben. Die Kisten voll bekommen werden wir nicht. Also die Kisten voll bekommen wir jetzt irgendwie mit Eisen oder sowas. Das will ich auch ehrlich gesagt gar nicht. Das ist mir dann doch zu viel, weil das dauert dann deutlich länger als hier so ein Dächlein bauen. So. Ja, aber ich freue mich auf Sims, muss ich sagen. Ich habe Sims schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Gott, wie lange habe ich das schon nicht mehr gespielt? Bestimmt ein halbes, dreiviertel Jahr. Dreiviertel Jahr. Ich habe fast jedes Erweiterungspack. Also ich habe jetzt neben mir liegen... Wartet mal. Neben mir habe ich jetzt liegen Sims 3 Traumkarrieren, Sims 3 Luxusaccessoires, Sims 3 Late Night, Sims 3 einfach tierisch, Sims 3 Lebensfreude und Sims 3 Reiseabenteuer. Hab mir vorhin noch Sims 3 4 Jahreszeiten bestellt und hol mir dann im nächsten Monat oder so Sims 3 University oder Studentenleben. Was ich übrigens wirklich voll die Abzocke finde. Ohne Quatsch, EA, ich darf jetzt nichts Böses mehr sagen, ich habe ja jetzt eine Duldungserklärung, also die Erklärung bekommen, dass ich Let's Plays machen darf. Da darf ich natürlich jetzt nicht mal whinen oder so. Aber trotzdem, ich muss ganz ehrlich sagen, EA macht mit Sims einfach eine richtige Abzocke, ja. Moment, ich wurde hier gerade angeschrieben über WhatsApp. Ah, nichts Wichtiges. Also WhatsApp. Bevor jetzt hier irgendwie da einer rumheult. Ey, du hast es falsch angesprochen, Alter. Ausgesprochen. Nehmen wir mal alles mit. Ja, genau. Manchmal hängt sich mein Gehirn auf. Ja, nee, aber ich finde es wirklich, weil, wenn man sich das mal so anguckt, den ganzen Scheiß, ja, den, Sims jetzt gemacht hat, oder die ganzen Erweiterungspacks, ja, die gab's einfach alle schon mal. Ja, die gab's bei Sims 1, die gab's bei Sims 2 und gibt's jetzt wieder bei Sims 3. Nächstes Jahr bei Sims 4, beziehungsweise, ja, doch, 2014 soll's erscheinen, frühestens 2014, ja, da wird es das auch wieder geben. Es wird kein Spiel geben, wo man wirklich von Anfang an sagt, ich habe alles dabei, was ich schon die ganze Zeit hatte, wo ich hunderte von Euro ausgegeben habe. Eigentlich dürfte man die ganze Sache gar nicht mal unterstützen, aber das Spiel ist halt schon geil. Ich weiß nicht warum, aber ich suchte Sims wirklich. Wenn ich es dann mal spiele, dann mal wirklich so für 5 Stunden oder am Stück oder so. Ohne Quatsch muss ich wirklich sagen, ich weiß nicht warum. Aber das hat angefangen vor... Boah, wann ist Sims 1 rausgekommen? 2000 und... Nee, das war noch früher. Da muss ich jetzt ganz kurz mal gucken. Denn jetzt werde ich hier von allen Seiten angeschrieben. So, damit kann ich nichts anfangen gerade. Einen Moment, ich gucke gerade, wann Sims rausgekommen ist. Das weiß ich nämlich noch. Mein allererstes Sims-Spiel, was ich mir gekauft habe, war die... Collector's Edition kann man es nicht nennen. Diese Special Edition, die es da gab. Sims 1 plus... Warte mal.
Oh Gott, das volle Leben, glaube ich. August 2000 ist es rausgekommen. Ja. Also die erste Erweiterung rausgekommen ist es dann 2000. Am 28. Februar 2000. Ja, da habe ich die Collector's Edition für 15 Euro. Mark? Mark oder Euro? Ich glaube Euro. Ja, ich glaube Euro. Für 15 Euro diese Deluxe, also sagen wir Deluxe Edition habe ich mir geholt. Was sagen wir Deluxe von Ralph? Die Edition habe ich mir gekauft. Übrigens, wer es gerade nicht mitbekommen hat, ich habe versucht, Zimmer Deluxe nachzumachen und habe es nicht hinbekommen. Schande über mein Haupt. Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, auch von dem halte ich jetzt nicht so viel. Ich bin halt kein Deutsch-Rap-Hörer. Obwohl Bilder im Kopf von Sido gut ist. Das muss ich wirklich mal gerade anmerken. Naja, jedenfalls habe ich mir das gekauft. Und habe mit meiner Cousine, ach, also sprach Zarathustra, geile Kacke, Mann. Gesuchtet. Ohne Scheiß. Wir haben im Sommer, ja, es ist geiles Wetter draußen, man könnte schwimmen gehen oder sowas. Ja, was machen wir? 10 Stunden Sims suchten. Also ohne Quatsch, ungelogen jetzt, 10 Stunden Sims gesuchtet. So, da hat man auch irgendwie keinen Hunger oder sowas. Ja, da ist man irgendwie, hat man nur noch Bock, Sims zu spielen. Und wir haben uns einfach so teilweise so kaputt gelacht. Es war einfach wirklich unwahrscheinlich lustig. Die guten alten Zeiten, Alter. Macht wirklich Spaß, da immer mal wieder drüber nachzudenken, wie viel Zeit man in Sims investiert hat. Unwahrscheinlich geil, Alter. Da gibt's Geschichten, die wollt ihr gar nicht hören. Ja, sowas wie, als ich Sims, ups, noch nicht hatte und kaufen wollte. Ich weiß nicht, wie ich überhaupt auf Sims gekommen bin. Mal ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls habe ich dann so gesagt, ja, ich kaufe mir heute Sims oder sowas. Und dann so, ja, wenn du die Sims gekauft hast, ruf mich an. Aber an dem Tag habe ich mir es nicht gekauft. Das weiß ich noch. Nee, das war Sims 2. Das war Sims 2, genau. Das habe ich mir da aber auch nicht gekauft. Das habe ich mir eine Woche später gekauft. Eine Woche nach Verkaufsstart, glaube ich. Habe ich mir das gekauft, da war es nämlich im Angebot für 44 Euro oder sowas. Ich glaube, ja, Euro. Da zu dem Zeitpunkt waren es wirklich noch Euro. Alter, und was war das so geil? Ja, man konnte einfach dann auf einmal Schuhe ändern und konnte Gesichter ändern, Make-up erstellen und sowas. Ich meine, das klingt jetzt ziemlich schwul, ja? Wenn man das so sagt. Aber mal ohne Quatsch, das war so eine geile Sache. Jetzt fühle ich unwahrscheinlich schwul, merke ich gerade. Ja, aber es war so eine Hammer-Sache, ja. Dass man endlich verändern konnte, die Sims. Ich meine, das kennen die ganzen Kiddies von heute nicht mehr. Die haben ja kein Sims 2 gespielt und finden Sims 3 ja voll schwul. Ich werde mir auch Sims 4 komplett holen, also. Ich habe Sims 1 fast komplett, Sims 2 fast komplett und Sims 3 hier jetzt auch fast komplett. Was ich mir nicht kaufen werde, ist dieses Supernatural weiß ich noch nicht. Aber dieses Megastar hieß bei Sims 1. Ich weiß nicht, wie es bei Sims 3 jetzt heißt. Komm mal ganz kurz gucken. Wir haben doch die Seite noch offen. Da kann ich jetzt leider nicht drauf antworten. Tut mir leid, Person, die mir gerade geschrieben hat. A few. Nein, natürlich nicht. Hauptartikel, die Sims 3. Ich hab gerade mein Handy neben dran liegen. Kann da immer so schön gucken, da brauche ich nicht aus dem Spiel rausgehen. Oh, da unten ist gerade eine hier so eine Treppe. Decade. Was aber nicht so schlimm ist. 2009 rausgekommen, Sims 3. Alter. Veröffentlichung. Kritik, ja, Kritik, die habe ich natürlich, ganz klar. Was wollte ich jetzt gerade gucken? Ach, genau. Traumkarrieren habe ich, Leitnacht habe ich, Lebensfreude habe ich, einfach Dillich habe ich. Showtime. Genau, Showtime werde ich mir nicht zulegen. Ganz einfach aus Protest. Ja, da wird EA zugrunde gehen. Weil ich keine 34 Euro ausgebe. Nee, einfach aus Protest. Dass die Alter, was gibt denn das, wenn es fertig ist? Dass sie die Zielgruppe komplett ändern wollten mit dem Spiel. Und kleine Mädchen. Ja, und nur noch 12-Jährige angesprochen haben. Allein schon dieses Katy Perry-Paket.
sollte mir schon sagen, du spielst das falsche Spiel. Aber, wie gesagt, das werde ich mir nicht kaufen. Supernatural weiß ich nicht, weil ich muss ganz ehrlich sagen, das interessiert mich jetzt nicht unbedingt. Was gibt's da noch? Da gibt's ja eigentlich nichts mehr. Jahreszeiten, wie gesagt, kommt am Mittwoch wahrscheinlich bei mir an. Wildes Studentenleben hole ich mir dann auch noch. Inselparadiese, das wird richtig geil. Und da gibt's noch eins, was im Herbst erscheinen wird. Und da kann man in die Zukunft reisen. Mal gucken, wie das wird. Also ich hole mir da auch jetzt da nicht jeden Scheiß. Ich guck da schon, was für Wertungen hat's bekommen. Obwohl die Sims 3 mit die schlechtesten Wertungen bekommen hat. Also die Sims 3 Add-ons. Muss man ja wirklich mal anmerken an dieser Stelle. Muss ich auch sagen, also Reiseabenteuer hat mir nicht wirklich gefallen. Ja, mit diesen Visa-Punkten und so. Ich meine, es gab bei Sims 1 schon Urlaub total. Ja. Da konnte man in Urlaub fahren. Ja, man konnte Skifahren gehen und sowas. Das hat wirklich Spaß gemacht. Aber wenn ich im Urlaub bin, will ich zum Verrecken keine Aufgaben machen. Ja. Also mal ohne Quatsch, da will ich keine Aufgaben machen, um Visa-Punkte zu erhalten. Ja, das will ich einfach nur wirklich mit meinen Sims chillen. Och, das hört sich ziemlich seltsam an, aber ist einfach so, ja. Da könnte man LPT machen, fällt mir gerade ein. Ich glaube, ich muss mal wieder wetten. Alter, die Wette habe ich sozusagen klanglos verloren, das gibt's nicht. Ja, Mann. Ich wette übrigens nicht mehr, weil ich in dem Monat, ja, 2 Wetten verloren habe. Meinten, es ging nicht um viel, ja. Obwohl, wie man es halt sieht. Aber trotzdem. Ich meine, nicht um Geld gewettet oder sowas, nur um Sachwerte. Alter, jetzt hänge ich ja fest, ernsthaft. Nur um eine Currywurst einmal. Und einmal um ein Wappen. In einem Fußballforum. Transfermarkt.de. Link in der Videobeschreibung. Nein, keine Ahnung, da denke ich wahrscheinlich eh nicht dran. Im Frühtau zogen wir hinauf in die Berge und bliesen unser Horn. Er hat Horn gesagt. Oh Gott, geh zurück in die Krabbelgruppe. Tretet herbei. Schon seltsam, was man manchmal für eine Musik hier drin hat. Ich will ja ganz kurz mal hören, ob ich hier erkenne, was es ist. Jeremy Soul. Giants. Ach, guck mal da. Giants Soundtrack. Schön. Ach, F you, Alter. Ohne Quatsch. Wer bei Mojang auf die Idee gekommen ist, die Treppen so bauen zu lassen, der gehört öffentlich gehängt. Das hier finde ich übrigens ziemlich stylisch, muss ich wirklich sagen. Oh Gott, das war gerade Staub aus meinem Popschutz. Ich habe nichts trinken neben mir. Ach, ich werde einfach verrecken. Ja, schön. Das gefällt mir jetzt natürlich nicht mehr so, muss ich sagen. Müssen wir mal schauen, wie wir das ein bisschen increasen. Ach, ich hätte unten rum, oben rum gehen können. Ach, da muss ich schon wieder eine Aufnahmepause jetzt machen. Ist doch scheiße, ey. Ist das eigentlich zu laut die ganze Zeit? Och, kann sein. Ich misch's ja eh noch ab. Hoffe ich zumindest mal, dass mich Fraps jetzt lässt. Ah, Nase jucken. Ah. So, kennt ihr das Gefühl, Alter? Sag mal, was ist da los? Es heißt ja immer... Oh Gott. Oh. Dass wenn einem die Nase juckt, kratzt, whatever, dass dann jemand an einen denkt. Bei mir war das eine chinesische Reisegruppe gerade, Alter. Oh, komm schon. Nicht schön. Mir fällt da gerade was auf. Fatsch. Moment, da muss ich mal ganz kurz. Sag mal, was da los ist. Ah, Michael Jackson hatte da schon Vorteile. Er konnte sich einfach seine Nase abschrauben. Da baue ich mir ja das Fenster zu. Aber ich glaube, das sieht gar nicht so schlecht aus, wa? Naja, das und vieles mehr in der nächsten Folge. Nein, ich mache jetzt mal eine Aufnahmepause. Gucken wir uns das Ganze mal. Alter, ist das laut gerade auf meinem Ohr. Mann, ich muss so schreien.
So. Gucken wir uns das Ganze mal von dieser Seite hier an. Wirkt doch schon besser, ne? Wir sind ja noch lange nicht fertig, das ist ganz klar keine Frage. Aber es sieht schon besser aus, ne? Naja, an dieser Stelle würde ich mal sagen, auf Wiedersehen. Und bis zum nächsten Mal, ne? Arrivederci. Tschüssi.